So, an den Schrank und dann. Achso, erstmal hier Tropenholz. Und ja, ein paar Stickies können wir auch noch mal machen. Beziehungsweise hier, die kann ich gleich mal eben. Das Eichenholz mal eben aufbrauchen. So, und wie war das jetzt so? Und dann hier so 6, oder? Oh, 3 Schilder gibt es jetzt sogar. Aha. Okay. Und Schilder kann man jetzt auch stacken. Das ging sonst, glaube ich. Nee, sonst ging das auch nicht. Na gut, hier. Ja, wie nennen wir den denn? Baum von. Ups. Baum von Mark. Ja, ich denke, das kann man so anbieten. Vielleicht hätte ich es in die Mitte schreiben sollen, aber naja. Wie auch immer. Gut, was. Ach so, genau, die Felder wollte ich machen. Habe ich jetzt irgendwas. Nee, weiß ich nicht. Werde ich ja merken, wenn ich da bin, spätestens. Achso, ich kann schon mal eben hier. Zack und zack und zack und so. Und dann verarbeite ich die auch nochmal eben. Zack und zack. So, dann haben wir schon mal wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar und achso. Irgendwo hier hat der Mark sich ja auch, ja, unerlaubt Zugang verschafft. Das werde ich auch direkt mal eben reparieren. So, und ja, hier fehlt noch jede Menge Glas und die Kuh ist immer noch da. Die hat, glaube ich, auch nichts anderes zu tun. So, zack, zack. Glas verbraucht. Aua. Nee, kein Aua, okay. Na gut. Und ich mache das Lied noch mal weiter. Das haben wir auch schon 12 Mal ungefähr gehört. Ja, nehmen wir doch das. So, und jetzt gucke ich noch mal. Ah, die Möhrchen, ja. So, die sind auf jeden Fall reif. Wie viel... what the fuck, wieso haben wir die Karotte an den... Hä? Wieso hatten wir die Karotte eben an den Füßen? Und... Moment, da ist nur einmal Karotte rausgekommen. Aber die war doch reif, oder nicht? Verdammt. Naja, gut. Ich lasse die einfach nochmal ein bisschen stehen. Okay, jetzt muss ich... Nee, Moment, ich gucke erstmal, was da hinten mit dem Wasser noch nicht stimmt. Irgendwas ist da ja noch nicht ganz richtig. Hier, das eine Feld ist ja immer stehen geblieben. Okay, ach ja, genau, hier ist das Wasser. Ja, hier bin ich richtig. Okay, gucken wir mal. Hier ist... Nö, hier ist so alles richtig eigentlich. Aber warum ist denn hier... Warum ist denn hier ein Repeater zwischen? Das stimmt doch nicht. Hier ist alles an... Hä? Die Felder sollen doch alle einzeln, das heißt... Das Kakaofeld ist eins. Ach so, hier habe ich noch. Ach so. Stimmt, hier habe ich noch gar keine einzelne Leitung gelegt. Stimmt auch. Aber nochmal gucken. Ach, hier ist doch sonst alles richtig. Ich verstehe gerade nicht, warum der eine Block hier immer nicht runtergekommen ist. Die Leitung stimmt doch soweit. Die geht. Ja, das ist alles so richtig. Hm, weiß ich auch nicht. Naja, ich lasse das erstmal so. Ich werde jetzt nur erstmal hier raus. Ach, die Sonne geht schon wieder unter. Ja, hier nicht wieder rein. Dann werde ich nochmal im Schlafen gehen und dann geht es wirklich los mit den Feldern. Ich wollte schon so viel jetzt eigentlich geschafft haben und habe jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange nehme ich denn jetzt schon auf. Oh, eine halbe Stunde und ich habe gar nichts geschafft. Das ist ja klasse. Na gut. So. Unsere Kätzchen bewachen das Haus und wir gehen erstmal pennen. Und dann in aller Herrgottsfrüh machen wir uns auf den Weg, die Felder zu bestellen, nachdem wir sie gebaut haben. So. Mal eben sehen. Dann muss ich mal überlegen.
Das Wasser, ach Gott, dann ist das ja auch alles ein bisschen, ja, ein bisschen falsch hier. Vor allem der Kakao ist ein tiefer, das ist natürlich auch doof. Dann kann ich das Wasser nicht auf dieser Höhe starten lassen. Dann muss das ein... tiefer, dann ist das allerdings nicht symmetrisch. Mit dieser Seite, aber ich glaube, das ist auch egal. Jedenfalls, dann... Moment, bis wohin muss das denn hinfließen? Wir haben hier 4 und 4, das heißt, hier ist die Mitte. Bis hier... Bis dahin müsste es fließen. Also 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7... 8. Das, ja, das stimmt. Dann ist es... Nee, das stimmt nicht. Hö, es fließt ja immer noch. Bin ich jetzt blöd? Achso, da muss ich vielleicht gerade mal eben einmal so. Und jetzt wieder laufen lassen. Jetzt müsste das doch genau bis hier, ja genau, bis hierhin fließen. Wie viele Felder habe ich denn hier jetzt noch übrig? 4, ja. Aber ja, wie mache ich das denn auf der anderen Seite? Denn ist das ja ein tiefer, das ist ja blöd. Oder ich müsste das Holz hier alles ein höher machen, aber das ist dann... Dann ist es auch wieder doof eigentlich. Also theoretisch müsste das Wasser hier anfangen, dann fließt das hier so lang. Zack, 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 zack. Moment, wenn es bis... Ach, hier kommt das mal weg. Das würde dann bis... dahin fließen. Also das hier kommt man weg. So, 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 so und so. Dann sind das hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, Eimer. Das testen wir doch gerade mal eben. Aber eigentlich müsste das alles so stimmen. Ja, aber ich weiß auch nicht, dann ist das unsymmetrisch. Das ist ein wenig blöd. So, und das läuft jetzt auch bis dahin. Ja, okay. Gut, ich glaube, das werde ich dann auch noch vielleicht aus Glas machen hier, diese Trennwand. Und da muss ich mal gucken. Das muss auf jeden Fall alles hier ein bisschen weg. Ne, Moment, das muss ja dann bleiben. Das hier kann aber weg. Zumindest bis... Obwohl, da könnte ich auch eine Wand eigentlich... das könnte man auch machen, dass man das hier komplett mit einer Wand abschließt und dann nur quasi das hier so offen lässt. Naja, muss ich mal sehen. Erstmal kommt auf jeden Fall die Erde hier weg. Und dann muss ich noch ein wenig tiefer gehen, damit ich dann... Beziehungsweise ich muss auch erstmal eben überlegen, wie breit das Ganze denn werden soll. Oh, ich kann keine... Hier, Blumen weg. So, jetzt mal eben gucken. Also hier ist das Wasser. Hier ist dann diese Wand. Dann haben wir 3, 4. Wie wär's denn mit 6? Oder nur 4? 4 reichen eigentlich auch. Das ist ja dann nur ein kleiner Durchgang. Ich glaube, ich mache 4. Das heißt, 1, 2, 3, 4, mal Markierung setzen, 3, 4. Dann würde hier das nächste Wasser anfangen. Und das Feld wäre dann hier. Haben wir 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, das kommt so hin. Und hier wäre dann halt wieder Steinziegel. Und das zieht sich... Wie tief geht denn das eigentlich? 3 Felder habe ich da. Okay. Das geht ein bisschen übers Wasser. Na, ist egal. Okay, also 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Dann hier ein hoch. Und wieder 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nee, so. Da kommt es dann wieder ein höher. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dieser Baum muss wohl weichen. Wohl oder übel. Nee, Moment. Das ist falsch. In dieser Höhe muss es hin. Das ist richtig. So, den Baum komme ich da. Hier mal eine kleine Treppe. Komme ich da dann ganz bis zur Spitze ran? Wahrscheinlich nicht. Oder? Könnte gerade reichen, wenn ich... Nein. Na gut, egal. Egal, so. Jetzt ist wahrscheinlich die Axt gleich kaputt. Ach scheiße, es geht noch einen höher. Komm, zack. Und jetzt ist die Axt kaputt. Jetzt. 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 Okay, vielleicht auch nicht. Egal, so, Erde haben wir noch jede Menge. Wo kommt die ganze Erde eigentlich her? Was habe ich denn sonst schon mal abgebaut? Ich weiß es gar nicht mehr. Naja. So, nein, das hier weg. Wobei, ist egal, hätte auch da bleiben können, wird eh wieder überbaut. Das ist dann das erste... Achso, das sind die Blumen. So, hier bin ich jetzt bei 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also hier noch ein höher. Und dann 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt weiß ich gerade nicht, wie lang das oberste Feld sein darf. Da muss ich gerade mal eben nachgucken. Ja, komm, jetzt mache ich mir ein Aua von unten. So. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ich weiß ja nicht, ob ich das hier unten noch irgendwie ausbauen soll, aber eigentlich kann das ja auch hohl bleiben, ist ja egal. Da ist ein Setzling runtergefallen, habe ich gesehen. Ich denke mal, den werde ich mir auch gleich mal eben holen, weil Birkensetzlinge sind ja nicht ganz so häufig wie die von normalen Eichen. Ach, hier ist ja auch schon... Habe ich den? Ja, habe ich. Okay. So, hier ist doch auch noch, ja, zwei sogar. Da oben ist auch noch einer. Aber der wird schon runterkommen. Was macht eigentlich diese Kuh da? Die steht da jetzt schon die ganze Zeit rum. Und bewegt sich nicht. Als wäre sie tot oder eingefroren, keine Ahnung. So, ein Lohne noch. Gut, jetzt gehen wir doch mal eben gucken, wie lang das obere... Ach scheiße, da kann ich gar nicht hin. Da müssen wir mal eben den geheimen Zugang nehmen. Ansonsten kommen wir da ja gar nicht rein.